Sintflut oder so. Es stürmt und regnet mit Wucht ans Fenster, als wäre es eine schreckliche Sucht, klopft das Unwetter an unser Haus. Ich gehe jetzt nicht raus, erst später, wenn das Unwetter sich beruhigt hat, schwadenvollen Regenfaden um uns herum. Wir fragen uns, warum? Der Klimawandel zeigt sich in einem einzelnen Unwetter nicht. Doch ich war mit Jugendlichen am Aletsch, einem großen Gletscher mit famosen Ausmaßen. Früher, vor 100 Jahren, so erzählen Fotos, da waren Eismassen bis ins Tal unterwegs. In den Alpen hatte man stets einen Gletscher im Blick. Die Wissenschaft hat Klick gemacht bei den Jugendlichen. Sie haben die Zukunft verglichen. Unsere und ihre, verblichen die Versprechungen unserer Werte, unseres westlichen Lebensstils. Vermehrte Unwetter erzählen Welt allen neue Sintflutgeschichten. Die Krallen des Meeresspiegelsanstiegs kratzen an den Küsten vieler Länder. Die Pratzen der Wirbelstürme stören immer häufiger und in vielen Ländern immer landläufiger Häuser und Leben. Die Jugendlichen beben und rufen bei Demonstrationen mit Megafonen und ihren Stimmen: Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Lassen wir Erwachsene uns umstimmen. Die Stimmen der Jugendlichen und von Enkelkindern werden nicht mehr überwintern. Sie klingen nach, wie früher, als es hieß GFS, Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Oder ist unsere Erschöpfung zu groß geworden? Das Ermorden der Erde geht weiter, bis heute. Also, liebe Leute, hört das Klopfen der Unwetter und werdet miteinander zum Retter unserer wunderschönen Welt. Gott selbst ist es, der auf uns zählt.